Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal hier auf Julex und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im heutigen Video soll es mal nicht um Leaks zu GTA 6 gehen oder zu GTA Online oder was auch immer. Heute soll es mal um die Marketingstrategie von Rockstar Games zu Red Dead Online gehen. Sicher fragt ihr euch jetzt, warum macht er ein Video darüber? Er kann es ja auch einfach bleiben lassen. Das ist ganz einfach. Ich muss sagen, dass Red Dead Redemption 2, die Story, mein absolutes Lieblingsspiel ist. Ich finde, die Story ist die beste, die ich jemals gespielt habe. Besser als GTA 5, die Story. Besser als die Story von, was weiß ich was. Es ist die beste Story, die ich jemals gespielt habe. Und dann kommt eine Red Dead Online Beta raus. Und dann jetzt letztendlich der richtige Online-Modus, der einfach komplett scheiße ist. Beziehungsweise, der Online-Modus, der jetzt da ist, ist sogar ziemlich geil. Aber Rockstar Games hat es halt letztendlich einfach verkackt. Und deswegen spielt auch gefühlt niemand Red Dead Online. Angefangen hat das Marketing von Rockstar Games bereits Ende 2016. Denn im Oktober 2016 hat Rockstar Games angefangen, verschiedene Bilder mit Hinweisen auf den Titel Red Dead Redemption 2 auf dem Newswire über mehrere Tage hinweg zu veröffentlichen. Und am letzten Tag, ich glaube es waren insgesamt 3 Bilder, am letzten Tag haben sie dann auch den Banner von Red Dead Redemption 2 veröffentlicht. Da war dann klar, okay, es erscheint demnächst oder bald Red Dead Redemption 2. Das war dann ja knapp 2 Jahre vor Release. Dann wurde es wieder etwas stiller um Red Dead Redemption 2. Knapp ein Jahr später, im September 2017, ist dann der erste offizielle Trailer von Red Dead Redemption 2 erschienen. Und ab hier hat dann Rockstar Games das Marketing so richtig zum Laufen gebracht. Es gab öfters Trailer, es gab Ankündigungen. Auf Instagram, Facebook wurden die ersten Werbebereiche, Werbebilder geschaltet. Es ging so richtig los. Dann noch knapp 2 bis 3 Monate vor Release haben sie dann angefangen, noch Plakate in die Städte zu bringen, Fernsehwerbung zu schalten und dann ging es so richtig auf Hochtouren einfach. Und bis dahin lief das Marketing zu Red Dead Redemption 2 extrem gut. Wir haben zum Beispiel an dem Tag, als das Spiel rauskam, das war ja in der Nacht von Montag auf Dienstag, haben wir ja um 0 Uhr, als das Spiel released wurde, einen Livestream gestartet. Und selbst in diesem Stream hatten wir über 1000 Zuschauer. Um 0 Uhr unter der Woche. Das müsst ihr euch mal irgendwie geben. Und das wohlgemerkt bei einem Spiel, was ich noch nicht mit Gameplay auf meinem Kanal gezeigt hatte. Es ging zwar immer um Leaks und Infos und so weiter, aber letztendlich richtige Gameplay-Videos hatte ich nie gezeigt. Und trotzdem über 1000 Zuschauer. Ich spreche jetzt natürlich mit den Zuschauerzahlen und so weiter nur auf meinem Kanal. Ich weiß jetzt nicht genaue Zahlen bei anderen Kanälen, aber ich weiß von YouTube-Kollegen zum Beispiel, die auch Red Dead Redemption 2 gebracht haben, dass es bei denen genauso war. Also man kann festhalten, der Hype um Red Dead Redemption 2 war zu Beginn extrem hoch. Und als das Spiel dann veröffentlicht wurde und man zocken konnte, hat das Ganze sich auch bestätigt. Denn Red Dead Redemption 2 hat in der Story extrem viel Spaß gemacht. Die Story war mega geil. Die Open World hat extrem viel Spaß gemacht zu bereisen. Es hat einfach richtig Bock gemacht. Das Spiel Red Dead Redemption 2 war zum Beispiel sogar so krass gehypt, dass es Fortnite aus den Trends im Gaming-Bereich auf YouTube rausgeschmissen hat. Und dass auch auf Twitch zum Teil mehr Zuschauer bei Red Dead Redemption 2 waren, als bei Fortnite. Also man merkt, Red Dead Redemption 2 wurde schon extrem gehypt. Und jetzt kommt es zum ersten Fehler von Rockstar Games. Sie haben Ende November, genauer am 27. November 2018, schon den Online-Modus rausgebracht. Am 26. Oktober, also knapp einen Monat vorher, die Story und ziemlich genau einen Monat danach dann den Online-Modus in der Beta. Und sie haben ja immer wieder betont, es ist nur eine Beta. Und das ist eben meines Erachtens der Fehler. Denn folgendes ist passiert. Die Leute hatten gerade vielleicht die Story fertig gespielt. Jetzt hätten sie noch Zeit gebraucht, um irgendwie die Nebenmission noch zu machen, um die Welt ein bisschen auszukundschaften, sich das alles nochmal anzuschauen und einfach noch ein bisschen Spaß in der Open World zu haben, ein paar Experimente zu machen, ein paar Glitches vielleicht zu suchen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber der Online-Modus kam auf einmal raus. Und dann dachten sich alle, ey, ich darf nichts verpassen, ich muss jetzt den Online-Modus spielen. Und das haben dann nun mal auch viele gemacht. Und dementsprechend haben sie sich im Online-Modus eingeloggt. Und da war eine reine Enttäuschung. Also nach der erfolgreichen Story, nach dem geilen Offline-Spiel, hat Rockstar Games dann einen Online-Modus in der Beta rausgebracht, der einfach nur scheiße war. Dementsprechend haben sich dann erstmal extrem viele Leute gehypt auf dem Online-Modus eingeloggt und wurden dann halt einfach enttäuscht. Und dann haben sie sich frustriert einfach wieder abgemeldet und hatten keinen Bock mehr auf Red Dead Redemption 2.
Und das leider nicht nur auf den Online-Modus bezogen, sondern dann auch auf die Story. Also haben gesagt, okay, der Online-Modus ist scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf Red Dead Redemption 2, egal wie geil das Spiel vorher war. Jetzt sind einige Monate vergangen und was hat Rockstar Games gemacht? Sie haben jetzt endlich Red Dead Online aus der Beta rausgenommen. Hat sich was verändert? Meines Erachtens ja, eine Menge. Es gibt einige neue Missionen, die auch wirklich Spaß machen. Viele Bugs sind behoben, zwar gibt es noch ein paar, gibt es aber in GTA Online auch nach wie vor. Aber das Spiel ist wenigstens spielbar. Und es ist nicht wie in der Beta, dass wenn man eine Mission starten will, auf einmal alles explodiert oder einfach sich alles aufhängt, sondern die Missionen funktionieren, das Cash-System ist besser. Es macht einfach Spaß, es gibt mehr Gegenstände, mehr Pferde. Das Einzige, was für mich im Moment noch im Online-Modus fehlt, ist die Möglichkeit, auf etwas zu sparen. Also, man hat relativ schnell alles gekauft. Es fehlt irgendwie was Größeres, vielleicht eine Kutsche oder einen Bauernhof oder generell Immobilien. Sowas würde meines Erachtens fehlen. Und was meines Erachtens noch ein bisschen zu gering ist, ist die Auswahl an Klamotten. Aber ich denke, das ist sowas, das kann man mit Updates ziemlich schnell reinbringen. Jetzt sind wir aber erstmal an dem Punkt, wo wir angefangen haben, Red Dead Online zu spielen und dann frustriert keinen Bock mehr auf Red Dead Redemption 2 haben. Und das hat man ziemlich gemerkt, dass das nicht nur mir so ging. Ich selber hatte gar keinen Bock mehr auf Red Dead Redemption 2, weil mich der Online-Modus halt einfach so gelangweilt hat. Es hat einfach alles gebuggt. Es gab das Geldsystem, war eine Katastrophe. Man hat kaum was verdient und es war alles viel zu teuer. Es hat einfach keinen Spaß gemacht. Deswegen hatte ich selber auch keine Lust zu spielen und so ging es auch anderen. Die Klickzahlen gingen runter von nicht nur von meinem Kanal, sondern von allen Red Dead Redemption 2 Videos überhaupt. Und auch die Rückmeldung der Community war eindeutig, Red Dead Online ist kacke und ich habe keinen Bock mehr auf Red Dead Redemption 2. Wie gesagt, Red Dead Online ist jetzt aus der Beta raus und Red Dead Online, kann man sagen, ist inzwischen ein wirklich ziemlich geiles Spiel. Das Problem ist jetzt nur, dass viele immer noch so im Kopf haben, Red Dead Online, das ist kacke, keine Lust es zu spielen. Dementsprechend schmeißen sie nicht mal mehr die Konsole an. Und da hat Rockstar Games jetzt den nächsten Fehler gemacht. Ich denke mal, es ist Rockstar Games bewusst, dass die Beta ein reiner Flop war. Aber dann jetzt nicht so richtig was dafür zu tun, dass die Leute wieder Red Dead Online spielen, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Ich meine, als Red Dead Online die Beta rauskam, wurde so heftig viel Werbung getrieben. Auf YouTube, fast jeder Spot war von Red Dead Redemption 2. Selbst im Fernsehen liefen Spots. Überall waren Posts von Rockstar Games. Es wurde richtig krass beworben. Und jetzt ist der richtige Online-Modus da. Und ich habe, glaube ich, zweimal auf Insta ein bisschen Werbung gesehen. Vielleicht mal einmal von einem YouTube-Video im Fernsehen gar nichts. Es ist irgendwie nicht so richtig promoted worden. Denn das ist der nächste Fehler. Hätten sie jetzt nochmal eine riesen Werbekampagne gestartet und gesagt, yo, die Online-Beta war richtig kacke, jetzt ist aber die Beta fertig und der Online-Modus ist jetzt ausgereift, dann probiert doch nochmal das Spiel, ist ein fettes neues Update, probiert es doch nochmal, dann hätte es wahrscheinlich viele Spieler angelockt. So jetzt aber denken sich viele, da hat sich eh nicht viel getan. Da wir aber hier konstruktive Kritik üben wollen, möchte ich auch nochmal eine Variante vorstellen, wie ich es besser gefunden hätte, wie das Marketing abgelaufen wäre, beziehungsweise generell die Situation um Red Dead Online. Ich finde, im Moment wirkt es so, als hätte sich Rockstar Games gedacht, hey, wir haben jetzt so die Anfänge vom Online-Modus programmiert, wirklich fertig ist er nicht, er ist noch verbuggt, aber die Spieler wollen unbedingt einen Online-Modus, komm, wir hauen wenigstens eine Beta raus. Und das ist eben der Fehler. Meines Erachtens hätte Rockstar Games sagen sollen, hey, der Online-Modus ist noch nicht fertig, wir wollen euch aber ein geiles Spielerlebnis bieten, es dauert einfach noch einen Moment. Da hätten die meisten Leute für irgendwie Verständnis gezeigt und hätten dann halt noch ein bisschen Story gespielt, wo auch noch eine Menge herauszufinden ist oder zu finden ist, zu spielen ist, man hätte noch eine Menge machen können. Stattdessen haben sie sich aber gedacht, hey, Hauptsache wir hauen überhaupt was raus, scheiß drauf, ob es gut ist oder nicht. Zumindest fühlt sich so an. Meines Erachtens wäre es besser gewesen, hätten sie wie gesagt, hey, wir sind jetzt noch nicht ganz fertig mit unserem Spiel, es dauert einfach noch einen Moment. Dann hätten sie vielleicht im Frühjahr oder Sommer ein größeres Update nochmal für den Story-Modus rausbringen können, mit ein bisschen mehr Story oder von mir aus einfach nur neue Pferde, neue Klamotten, muss ja nichts Großes sein. Einfach, dass mal ein bisschen was Neues in die Story kommt und dann hätten sie im Winter darauf, wenn dann auch wieder alle Leute anfangen zu zocken, richtigen Hype wieder um den Online-Modus aufbauen können. Und dann gäbe es auch generell vielleicht von Anfang an mehr Sachen mit Immobilien, mit Kutschen, mit einem eigenen Bauernhof, einer eigenen Farm, was weiß ich. Und dann hätten sie einen richtig, richtig geilen Online-Modus rausbringen können, der als eigenständiges Spiel dient oder dann zumindest noch direkt die PC-Version dazu hauen können, was weiß ich. Auf jeden Fall dann nochmal einen fetteren Release haben können, als jetzt so ganz viele kleine Events, dann lieber wenige und dafür richtig fette. Also kurz zusammengefasst,
am liebsten lieber erstmal auf die Story konzentrieren und dann den Online-Modus rausbringen, wenn er auch wirklich fertig ist und es Spaß macht, diesen zu spielen. Es gab schließlich eine Menge Kritik, der sich auch Rockstar Games gestellt hat und das meiste auch wirklich probiert hat zu beheben, wie zum Beispiel, dass man zu wenig verdient hat oder viele Bugs wurden behoben. Aber letztendlich, man hätte es von Anfang an verhindern können. Und das war im Prinzip auch schon meine Meinung zum Marketing um Red Dead Online. Ich hoffe wie immer, dass euch das Video gefallen hat. Ich bin wie immer gespannt, was ihr darüber denkt. Schreibt es unten in die Kommentare. Ansonsten bin ich jetzt raus. Folgt mir auf Instagram und checkt auf jeden Fall mal meinen Merchandise-Shop ab. Der Link ist in der Beschreibung. Zu jeder Bestellung gibt es im Moment noch eine gratis Autogrammkarte dazu. Also gönnt euch. Ansonsten Leute, schreibt mal alle Hashtag Ansage in die Kommentare, damit ich mal sehe, wer das Video ganz bis zum Ende gesehen hat. Und das werden ja jetzt nicht sonderlich viele gewesen sein, denn es ist ja jetzt schon ziemlich lange geworden. Aber es hat mich einfach so beschäftigt, weil ich finde, dass Red Dead Online einfach so viel Potenzial hatte, was Rockstar Games einfach verschwendet hat. Naja, wie auch immer, was soll man machen? Jetzt bin ich auf jeden Fall raus. Ich wünsche euch noch einen schönen und vor allem angenehmen Tag. Haut rein, bis bald und Peace. You wanna take this onward? Play me like a doll, slap me really hard. Baby, 'cause you cannot be for real.